Knusper, knusper, Kläuschen, ich knusper an mein Häuschen. Willkommen damit zurück zu Let's Play Minecraft. In der letzten Folge haben wir ja richtig viel Gold gesammelt und Eisenerz und Heidewitzka, Herr Kapitän. Wir haben ja noch so viel zu entdecken, aber leider ist unser Inventar voll. Jetzt bin ich überlegen, ob wir zurückgehen, ob wir trotzdem nochmal ein bisschen die Höhle inspizieren. Weil sind ja echt so viele Wege hier. Viele Wege führen nach Rom, nur einer führt zurück. Von da kamen wir vorhin. Ja, nicht vorhin, sondern in der letzten Folge. Ist ja immer noch dieselbe Aufnahmesession. Jetzt, nee, da unten geht's nicht rein. Aber hier muss noch eine größere Höhle sein. Das hat man zumindest gerade gehört. Oder das ist die hier, wo wir gerade sind. Das können wir ja so nicht abbauen, ne? Oder? Na, es würde Tage dauern, glaube ich. Ist das jetzt eigentlich auch die größte Höhle gewesen hier, die hier? Oh, hier ist nochmal Kohle. Kohle! Jede Menge Kohle. So. Kohle nehmen wir mit. Ich glaube, Kohle sammelt er auch schon nicht mehr ein, oder? Nein, haben wir auch schon voll. Oder sind schon voll damit. Aber wir können uns eigentlich... Wir können uns mal von Erde und sowas trennen. Das, ja. Das können wir mal machen. Da können wir uns mal von trennen. So, fallt da rein. So, warte. Jetzt kannst du die Kohle auch wieder mit einsammeln. Sehr schön. Zack, 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 zack. So. Was ist das denn? Ach, da sind wir jetzt hier oben. Das tut bestimmt weh, da runterzufallen, aber da kommen wir ja von da unten lang. Oh, da habe ich doch noch was gesehen. Da glänzte mir noch was ins Auge. Ich wusste es. Irgendwas glänzte mir da noch ins Auge. Ist da noch mehr Eisenerz versteckt? Also überall da, wo Kohle ist, ist auch Eisenerz. Kann man sich eigentlich merken. Also war bisher immer so. Ich hoffe mal, dass das stimmt. Ich weiß es jetzt nicht. Ihr werdet mich da wahrscheinlich eines Besseren belehren lassen. Und ich werde auch, ich weiß nicht, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ich glaube dann ist, oder wenn die Folge raus ist, ich weiß gar nicht, wie ich das bis dahin dann gehandhabt habe, ob ich dann, wie gesagt, jeden Tag eine Folge mache oder halt nur vielleicht alle zwei Tage eine Folge. Ich weiß es noch nicht. Ich muss da nochmal scharf analytisch dran gehen, nachdenken. Von da, ach, da waren wir ja vorhin. Ach, ich sage immer vorhin. Gehen wir mal hier lang. Genau, hier oben war ja die Lava gewesen, ne? Richtig, aber es sieht förmlich danach aus, als könnte man da auch rauf. Uah, uah, uah. Hua. Nein, nein, ich verbrenne gleich. Ich sehe es schon kommen. Ich verbrenne gleich. Verdammt, jetzt muss ich da irgendwie raufkommen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Also hier lang gehen wir auf jeden Fall noch, um mal zu gucken, wo es hier definitiv lang geht. So, die Lava mache ich jetzt erstmal hier so großartig weg. Oh, ich wusste es, ich wusste es. Ich hab's gewusst. Ich hab's immer gewusst. Ich hab's immer gewusst. Da ist auch Eisenerz, verdammt. Wow, wow, das ist nicht gut. Wow, das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, was ich hier mache. Wow, wow. Verdammt. Nein. Nein. Mist. So, Mist aber auch. So, das geht schon mal weg. Jetzt kommt das aber hier lang. Verdammt. Nein, nein, nein. Ich grab mich hier durch. Fertig. Ich grab mich einfach hier durch und wenn mir die Lava entgegenkommt, dann ist es egal. Uah. Da ist... Au, 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 ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, verdammt, ich brenne. Nein, ich brenne, aua. Ich werde so sterben, ich werde so sterben, ich werde so... Ich werde so sterben, ich werde so... Aua, ich werde so sterben, ich werde so sterben. Oder auch nicht. Komm her, komm her. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ach, hier unten geht's auch noch lang. Wo geht's denn hier lang? Aua! Aua! Wo kommen die jetzt auf einmal alle her? Die sollen verschwinden.
schnell ein Schnitzel knuspern, damit wir schnell wieder Leben bekommen. Verdammt, ey, ist ja voll die pure Action in der Folge. Ist ja unfassbar. Ah, Mist, wir haben auch kaum eine Spitzhacke mehr. Das ist die letzte. Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir hier eine Spitzhacke dann auch organisieren dann gleich. Dass wir dann vielleicht doch erstmal nach Hause gehen. Doch schon gerne wissen, was da oben ist. Ob da wirklich eine Höhle ist, wo die Lava herkommt. Oder ist einfach... Oder ob das einfach nur Zugang ist, wo das herkommt und fertig. Und oben war ja auch noch Eisenerz gewesen. Das hatte ich ja im Augenwinkel gesehen. Da, wo die Lava war, da war Eisenerz. Jetzt wird uns sowieso die Spitzhacke gleich kaputt gehen. Da ist Eisenerz. Und hier wird auch die Lava sein. Okay, das muss ich mir merken. Das müssen wir uns merken. Dann müssen wir hier nämlich nochmal hin und nochmal durchgraben uns. Weil wir haben keine Spitzhacke mehr, ne? Nein. Ja, geh weg. Du stinkst. Aus dem Mund. Eisenwaldspinnen. Au, 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 au. Verdammt. Au. Aua. Aua. Geht doch weg. Wo kommen die jetzt auf einmal alle her? Verdammt. Und hier ist nicht der Ausgang. Mist. Geh doch weg. Geh doch weg. Erstmal Schnitzel knuspern. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ich weiß nicht, wo der Ausgang war. Hier war der Ausgang, ne? Kann das sein? Aua. War hier der Ausgang? Verdammt. Ich glaube, hier war der Ausgang. Ich glaube, ja. Yes, geil, cool. So, jetzt muss ich noch kurz überlegen. Ich glaube, hier lang war das dann. Und dann müssen wir... So, kurz schauen. Hier war, genau, hier ging es nach oben. Ja, genau, und dann hier lang. Jetzt habe ich es in deinem Kopf. Wie gesagt, bei der ersten Folge war es ja, oder bei der ersten neuen Folge war es ja wieder so gewesen, ich war ja lange raus und weiß ja gar nicht mehr, wie hier die Räumlichkeiten sind, obwohl ich ja eigentlich eine Orientierung wie eine Weißbrotscheibe habe, das wisst ihr ja. Und von so an wusste ich das da nicht mehr, aber jetzt, so wenn man einmal hier lang gelaufen ist, kann man sich so ein paar Orientierungspunkte machen, so selber so überlegen, ja, da auf jeden Fall, da geht's raus. Und hier mache ich mir auch noch ein wenig, damit ich weiß, aha, hier nicht lang, sondern hier lang. Aber hier mache ich mir zu. Das ist mir immer zu gefährlich. Oder beziehungsweise mache ich mir das so, dass ich da nicht immer runterfalle. So, dann weiß ich, aha, hier unten kann man noch lang. Das ist mir jetzt egal mit der Axt. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich gucken, was macht der denn da? Aber ich will diesen Stein weghaben. Der nervt mich jetzt. So. Oh, da ist Kohle. Da ist Kohle gewesen. Ich kann Kohle nicht. Und es ist Nacht. Das passt ja. Können wir direkt schlafen gehen. Zack. So. Ich gehe mal eben das Fleisch entsorgen. Ciao. Ciao, ciao. So. Sehr, sehr schön. So. Das hauen wir uns erstmal direkt in den Ofen. Wenn wir schon einmal dabei sind. So. Sehr, sehr schön. Das war ja echt eine super Expedition. Stein. Nein, was machst du denn da? Steine, Steine. Nein, das ist Eisenerz. Das brauchen wir gleich. Stein, Stein, Kies. Stein, 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 Kies. Gold, das ist Erde. Das können wir auch nochmal. Da ist auch nochmal Stein. Sehr schön. Redstone haben wir auch wieder gefunden. Ist ja unfassbar. Ist ja unfucking fassbar. Feuerstein. Was können wir denn nochmal mit den Feuersteinen machen? Enthält man beim Abbauen von Kies, kann zu einem Feuerzeug verarbeitet werden. Ach ja, stimmt, das geht ja auch noch. So, jetzt möchte ich aber erstmal die Kohle dorthin bringen. Und ich möchte mir gerne aus Gold eine Goldspitzhacke bauen.
Dazu brauchen wir aber erstmal Stickies. Genau, das war das ja. Stickies brauchen wir dafür. Da haben wir ja noch ein paar von. Und Eisenbarren, die, oder Goldbarren, die haben wir ja. Das müsste eigentlich jetzt schon funktionieren. Kann das sein? Ja, sehr schön. Machen wir mal, jetzt haben wir 3, 4, 5, 6. Machen wir mal 6 Stück. So, die sortieren wir uns erstmal wieder hin. Und packen natürlich die als erstes verarbeitet werden erstmal nach unten. So. Sehr schön. Schaufel können wir uns auch mal wieder bauen. Da brauche ich mir, glaube ich, auch eine aus Gold. Ich gehe aber erstmal schlafen, weil die mir ziemlich auf den Sender gehen, die ganzen Monster wieder. So. So, eine Goldschaufel. Machen wir mal so 3 Stück. Das reicht dann erstmal. Mein Gott, wie gut wir ausgerüstet sind. Ich habe echt Angst davor, das zu verlieren. Ich ganz ehrlich. So, aber erstmal arbeiten wir natürlich die Eisenschaufeln und sowas weg. Und so, jetzt die Stickies brauchen wir nicht mehr. Die können wir wegpacken. Und wir fangen jetzt erstmal an hier. Unser Hähnchen ist auch fertig. Erstmal das Eisenerz zu brennen. Und das Gold. Und dann kriegen wir nämlich wieder schöne Goldbarren und schöne Eisenbarren. Wo wir uns dann wieder was Schönes von bauen können. Das kann auch wieder weg. Die Karte bleibt. Das Essen kann auch drin bleiben. Die Fackeln können auch bleiben. Sehr schön. So. Jetzt haben wir ja ein paar Steine. Wir haben ja ein bisschen was an Baumaterial gesammelt. Und bin echt am überlegen, ob wir jetzt... Oder sollen wir mit Birkenholz und so ein... Ich geh mal eben schauen. Was können wir denn hier? Fichtenholzbretter. Fichtenholzbretter sind auch sehr schön. Dschungelholzbretter. Haben wir davon eigentlich irgendwas rumfliegen? Von Dschungelholz? Eichenholz? Eichenholz haben wir hier. Dschungelholz haben wir. Da machen wir uns doch mal für den Raum. Machen wir mal so 64 Stück. Weil ich wollte ja das Schlafzimmer bauen. Ich finde dieses, das passt irgendwie ins Fichtenholz, aber ich will überlegen, wie ich das Schlafzimmer baue. Soll auf jeden Fall ein Fenster haben. Soll aber auch nicht zu viel vom Raum wegnehmen. Soll eine Doppeltür kriegen. So. Vielleicht machen wir auch einfach 2 Türen rein. So. Haben wir eigentlich irgendwo noch Wolle rumfliegen? Haben wir irgendwie noch Wolle irgendwo im Gepäck oder so? Haben wir das irgendwie gesammelt gehabt? Weil dann können wir so ein Doppelbett bauen. So, ich glaube, ich würde das so machen. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Alter, wo kommst du denn her? Willst du mich verarschen? Der kommt einfach hier rein. Was ist das denn? Ist das der Bürgermeister oder was? Der kommt mich einfach mal besuchen. Ich glaub's ja wohl. Ich wohne nicht zur Miete, das ist mein Eigenheim. Verzieh dich. Oder war das der Hausmeister? Das war bestimmt meine Putzfrau. Ich glaub's ja wohl. So. Ja, die abgesetzte Decke kann ruhig bleiben. So. Kommt der einfach hier rein? Ich glaub's ja wohl. Ich fass es nicht. So. Das kann auch erstmal weg. Jetzt würde ich gerne... Nehmen wir mal die hier. Wie das aussieht, interessiert mich jetzt mal. Ja, warum nicht? Setze ich auf jeden Fall ab, ein bisschen. Von dem ganzen Gestein und alles. Ach, das ist doch supi. Das gefällt mir auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir immer noch jede Menge Platz hier auch und alles. So, dass wir da jede Menge Platz haben. So, Türen nehmen wir mit. Die möchte ich ja gerne einbauen. So.
Sehr schön. Hier eine Doppeltür rein. Jawohl. Sehr schön. Haben wir das Schlafzimmer gebaut. Hier ist zwar ein bisschen offen so mit der Dings, aber das macht nichts. Das stört nicht. Hier können wir trotzdem nochmal ein paar Lämpchen reinbauen. Ein paar Fackeln, die machen wir dahin und dahin. Dann haben wir noch ein bisschen erleuchtet. Und jetzt schaue ich nochmal eben, ob wir doch... Haben wir Wolle? Zweimal Wolle. Wie viel brauchen wir denn nochmal für ein Bett? Wie viel waren das nochmal? Dreimal Wolle und dreimal Eichenholzbretter. Die Eichenholzbretter, die haben wir, das weiß ich. Die haben wir ja eigentlich, oder auch nicht. Aber die können wir uns bauen. So. Vier Stück reichen, ne, oder? Ja, wir brauchen drei. Das heißt, wir müssen nochmal einmal Wolle haben. Da ist doch schon ein Schaf, ja auch. Sehr schön. Und dann können wir uns jetzt auch schon mal direkt ein Bett bauen. Bett bauen, Bett bauen, Bett bauen, Bett bauen, Bett bauen, Bett bauen. So. Sehr schön. Ach, wunderbar. Aber es ist nicht mittig. So. Ein sehr schönes Doppelbett. So, jetzt bin ich gerade am gucken. Moment, warte, 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 warte. Warte. Jetzt kommt Feintuning. Feintuning kommt jetzt. So. Ach, wunderbar. Wunderbar, das ist doch richtig schön. Kann man sich reinlegen? Ja, ich kann nur nachts schlafen, ich weiß. Sehr, sehr schön, das gefällt mir. Obwohl, vielleicht doch weiter außen? Hm. Boah, wie schnell... Alter Schmiede, wie schnell das geht mit der Goldhacke. Alter Finne. Ja, vielleicht machen wir das doch lieber so. Sieht doch, glaube ich, so besser aus. Auf jeden Fall ist das Schlafzimmer wesentlich geräumiger wie das alte. Wenn du dich noch dran erinnerst, wann das alte, wie das alte aussah. Wow, Wahnsinn. So, geil, cool. Auf jeden Fall gucken wir mal, was unsere Eisenbarren sagen, unsere Goldbarren. Goldbarren sind fertig, haben wir vier Stück von rausgekriegt. Und unsere Eisenbarren sind auch fertig. Sehr schön. So. Die können wir nämlich dann direkt schon mal einlagern wieder. Sauber. Ist der eigentlich jetzt voll? Nee. Okay. Ja, mein Gott. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich nochmal in die Höhle gehen. In die Höhle. In die Höhle gehen und weiter forschen. Wir haben ja genug zu essen. Wir haben Karte dabei. Genau, das passt ja alles. So. Das mache ich hier mal weg. Das stört mich, bin ich ganz ehrlich. So, jetzt mache ich das endlich mal weg. Nach langer Zeit. Das hat mich schon ewig und drei Tage immer gestört hier. Komme ich nicht dran, verdammt. Egal. Ich hoffe, das wächst nicht mehr nach. So. Wir gehen wieder in die Höhle. In die Höhle. Eine Höhlenexpedition. So. Verdammt und zugenäht nochmal. Wenn ich jetzt auch noch den... Oh, da ist schon mal ein Skelett. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, wo... Hallo, Fledermaus. Nur kurz überlegen, wo das nochmal war mit dem... Uha. Aua. Ciao. Aua. Au. Wo war das mit dem... Uha. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Scheiß Skelett kommt hinterher. Aber hier ist Eisenerz. Die sterben. Ich brauche ein bisschen Licht hier. Ist ein bisschen dunkel. Ah, wie schnell das geht mit den... Mit der Goldhacke. Ja gut, Eisenerz dauert doch ein bisschen, auch noch ein bisschen länger, klar. Das, aber so normale Steine abbauen, es geht ja flop, 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 flop. Das ist ja der Wahnsinn. Ah, hier waren wir, glaube ich, waren wir hier schon gewesen? Kann mich nicht entsinnen, dass wir hier schon mal waren. Boah, geht's ja noch tiefer. Ist ja der Wahnsinn.
Waren wir hier schon mal gewesen? Machen wir mal zu, dann geht das Wasser nämlich weg. Oh, ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Ich liebe Eisenerz. Ich liebe Eisenerz. Ich bin verliebt in Eisenerz. Uah. Oh, der geht aber ganz schön schnell kaputt. Vielleicht müssen wir uns demnächst mal eine Diamantenhacke machen. Okay, einfach tot. So. Jetzt möchte ich überlegen, gehen wir jetzt hier weiter? Oder gehen wir jetzt hier weiter? Ich weiß es nicht, verdammt. Aber die geht echt schnell kaputt, die Goldhacke. Da müssen wir mal gucken, dass wir mal mit den Diamanten, falls wir vielleicht irgendwann nochmal Diamanten finden, eine Diamantenhacke machen. Oh, oh mein Gott. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Hoffentlich finden wir nochmal irgendwie Diamanten oder so. Weil damit kommen wir ja gar nicht weit. Die ist ja jetzt schon wieder auf Hälfte. Ist ja unglaublich. Die kann ja gar nichts, die Goldhacke. Ich dachte, wir sind mit der Goldhacke. Ja gut, ein paar Sachen sind wir schneller, aber die ist jetzt schon wieder kaputt. Da müssen wir, ich glaube, wie gesagt, demnächst dann machen wir mal so ein... Ich glaube, wir haben ja ein paar Diamanten gefunden gehabt. Dass wir mal... Dass wir da mal demnächst mal... dass wir demnächst da einfach mal eine Diamantenhacke machen. Okay. Kann ich da was? Ich trau mir nicht so wirklich. Nein, das war falsch. Verdammt. So. Jetzt mal kurz gucken, dass wir... Ah, Alter, schießt er mir direkt in die Birne. Ich glaub's ja wohl. Komm hier hin, komm. Komm. Na komm, trau dich. Oder bist... Ah, ist... Nee. Fall runter. Fall runter. Ciao. So, ist er weg. Dämliches Skelett. So, verdammt nochmal. Ich weiß, ich baue jetzt erstmal hier so ein Ding, aber ich möchte gerne, dass das Wasser erstmal da ver... Oh, nein. Nein, nein. Tschüss. Mach's gut, du Volltrottel. Jetzt ärgern wir den mal ein bisschen. So. So. Wow. Ciao. Nein, verdammt. Ist mir egal. Ich würde gerne erstmal das Wasser hier entfernen. Ich weiß gar nicht, wo wir hier mehr sind. Ich habe keinen blassen Schimmer und keinen Plan mehr. Jetzt geht das Wasser ja Gott sei Dank weg. Hey, mein Freund, alles klar bei dir? Wow. Sollten vielleicht mal eben schnell einen Schnitzel knuspern. Boah, da unten geht's auch weiter. Das ist so unglaublich, wie riesig das hier ist. So, hier kommen wir auf jeden Fall schon mal so runter. Die Frage ist nur, wo kommen wir? Wow. Geh weg. Kommst du nicht rauf oder was? Bist du dick? Verdammt, die machen mir hier meine Treppen kaputt. Ist ja... Was? Wo? Aua! Aua! Scheiße. Müssen hier höllisch aufpassen. Boah, Alter, wo sind wir hier? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hier sind. Geh tot. Geh einfach liegen. Leg dich einfach schlafen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir sind, wie wir hergekommen sind und... So, das Wasser mache ich auch erstmal weg. Das brauchen wir erstmal... So.
So, hier mal eine Treppe hinmachen. Mal gucken, wo wir hinkommen. Um Gottes Willen, ich habe kein... Wir waren... Okay. Scheint so, als ob wir doch schon mal hier waren, aber noch nicht richtig, glaube ich, untersucht haben alles. Blub, blub, blub. Das ist auch so eine riesige Höhle. Hm. Oh, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Einen Spitzhacke müssen wir ja, glaube ich, noch haben. So. Kommen wir mal hier noch eine Fackel hin und hier noch eine hin. Hier geht's auch noch weiter. Wo geht's denn hier hin? Okay, hier ist nichts. Da ist wieder eine Fledermaus. Verdammt. Das ist so riesig und unübersichtlich. Ich glaube, in dieser Folge werde ich, glaube ich, nicht nach Hause finden. Oh, Eisenerz. Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Das war so klar. Okay, vielleicht sollten wir mit der Goldhacke vielleicht doch nicht so viel Eisenerz abbauen, weil davon geht die doch relativ schnell kaputt, so wie das aussieht. Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Verdammt, ich will aber ich will lieber das Eisenerz abbauen. Nein, verdammt. Da brauchen wir jetzt Tage, bis wir es abgebaut haben. Verdammt. Mit der Faust. Wir bauen einfach mal mit der Faust, bauen wir das ab. Ist mir jetzt egal. Boah, das dauert ewig und 3 Tage. Ich versuche mal auf die Axt zu wechseln. Vielleicht bringt das ja ein bisschen mehr. Glaubt zwar nicht dran, aber naja. Na geh. Wie viel haben wir denn davon jetzt schon? Hä? Wo ist das Eisenerz hin? Wieso sammelt der... Hä? Was ist das denn? Wieso sammelt der denn kein Eisenerz mehr? Was ist das denn für ein Bug? Wieso sammelt der kein Eisenerz? Was ist... Was... Ich... Okay... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich mag nicht meinen Mund. Ich probiere das jetzt nochmal aus. Das kann ja nicht sein, auch wenn das jetzt ein bisschen länger dauert mit der Axt. Aber ich würde es gerne wissen, warum der jetzt nichts mehr einsammelt. Das kann ja nicht sein. Oder geht Eisenerz durch die Axt? Ah, wie haben wir die ganze Zeit mit der Spitzhacke? Okay, machen wir das anders. Ich knusper mir einen Schnitzel. Wir machen an der Stelle machen wir eine Folgenpause. Und in der nächsten Folge gehen wir nach Hause und machen da erstmal eine Diamantenhacke. Und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder. Also macht's gut. Ciao. Das gibt's doch gar nicht. Unglaublich. Wieso haben wir denn nichts? Wir haben so viel Eisenerz. Verdammt.